So einfach häkelt man eine Kettmasche. Stich mit der Nadel in die nächste Masche ein und hole den Faden. Die neue Schlaufe wird nun durch die Schlaufe auf deiner Nadel gezogen. Das war's schon, deine erste Kettmasche. Also noch einmal. Steche in die nächste Masche ein und hole den Faden durch die Masche hindurch. Es bildet sich eine neue Schlaufe und diese Schlaufe ziehst du nun durch die Schlaufe auf deiner Nadel. Und schon hast du eine Kettmasche gehäkelt. Kettmaschen werden oft als Rundenabschluss, also für den Abschluss einer Häkelrunde genutzt oder auch als Häkelkante, da sie sehr niedrig sind und trotzdem super stabil sind. Viel Spaß beim Nachhäkeln!